Willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asse, der Heavy Metal Edition. Ja, hier geht's wieder um die Panzer bzw. um die Bodengefechte. Und heute tritt an der Böhnchen vom Clan SOD. Und Böhnchen, ja, da gibt es auch ein Wortspiel, das kann ich mir kaum verkneifen. Wir achten allerdings hier auch ein bisschen auf die Schlacht. Plaketten der Gegner sind hier im Replay ganz bewusst auch wieder aktiviert, damit man hier sieht, ja, wo sind die Gegner und was bekommt eigentlich der Spieler auch mit. Ist ja bei den meisten anderen Folgen auch so. Ja, jetzt den BT-5, den hat er gehört, den hat er gesehen, schießt sich ein mit der MG eine Granate nach und der hat seinen ersten Kill. Tja, Böhnchen, sage ich mal, jedes Böhnchen gibt ein Dönchen, aber hier haben wir es mit der Bohne zum tun und die Bohne hat eine Kanone, tja, die trifft, hat ihren ersten Kill jetzt im Panzer 4 Ausführung J. Und ja, er schleicht sich hier nun an. Wenn man unten jetzt allerdings sieht, ja, da, warum habe ich gesagt, der erste Kill, da steht ja schon 2 und gestorben ist er eigentlich auch schon mal. Ja, da kommen wir zur Zahl 13, der Glücks- und der Unglückszahl. Ja, und die Schlacht begann bei Böhnchen hier, der auch mit 2 oder 3 weiteren SOD-Kollegen unterwegs ist, der gut mit einer 8-8, allerdings endete er recht früh, nachdem er mit seiner 8-8 durchaus eingekesselt wurde von vielen und de facto zu vielen Gängern. Und ja, nun, wenn man so möchte, Runde 2. Wir zählen hier quasi einen Abschuss mit dem Panzer 4. So, und jetzt ums Eck. Man sieht ein D34. Der hatte ich noch nicht gesehen. Dahinter ein M24. Der M24, glaube ich, den hat er gerade mal gesehen. Der M24 hat ihn erst jetzt gesehen. So, und jetzt setzt er nach. Jetzt setzt er nach. Und ja, sage jetzt mal ganz nebenbei mal Abschuss Nummer 2 und 3 für Böhnchen. Ja, Böhnchen selbst auch, wenn man in die Statistik schaut, ein durchaus erfahrener Spieler, wenngleich nicht ganz so viele Schlachten wie so manch anderes Mitglied bei Club Dase. Allerdings bei ihm muss man sagen, durchaus die Kategorie Panzerfahrer ganz klar bei fast allen Nationen vertreten. Die Flugzeuge gibt es auch, aber wenn man es auf die Zahlen schaut, der hat da tut sich schon der Verdacht auf, dass die Flugzeuge dann halt zumeist doch in den der Bodenschlachten auch zum Einsatz kommen. Aber dafür gibt es auch dieses Format für all jene, die natürlich jetzt lieber in den Bodengefechten zu Hause sind. Jetzt vor uns ein D34, hat er ihn gesehen? Wir sehen ihn, er leuchtet auf. Jetzt hat er ihn gesehen, Visier drauf und tja, Treffer, gar nicht mal so schlecht, aber tja, leider viel zu wenig. Und jetzt, ja, jetzt wird es ein bisschen taktisch. Wir sehen vor uns jetzt ein Gebäude. Wir sehen jetzt natürlich, oder beziehungsweise haben gerade noch gesehen, wo der D34 steht. Böhnchen sieht das allerdings nicht und weiß jetzt nicht, kommt der Panzer jetzt links oder rechts von ihm aus gesehen beim Gebäude raus oder verweilt er gar dort. Abschuss gab es keinen. Das heißt, irgendwie der D34 ist noch am Leben und soweit ich weiß, ja, muss er auch hier irgendwie links oder rechts raus. Ich glaube, keine so eine Seitengasse, Seitenstraße gibt es hier nicht. Dennoch, er kann hier nicht ewig warten. Achtet jetzt natürlich auch auf das Umfeld, ne, weil das ist nicht der letzte Gegner, das ist jetzt nur einer, der zufällig schon vor ihm war. Man sieht ja auch der Blick ein bisschen weit auch nach rechts, auch da können natürlich die Gegner kommen. Da muss er aufpassen, wenn er sich zu sehr fokussiert. Jetzt kommt ja der D34, das gesehen, allerdings, es geht sich noch nicht ganz aus. So, Kanone ist wieder ausgerichtet, er hält mal drauf. Weiß jetzt allerdings auch nicht. Wie gesagt, wir sehen ihn, er sieht ihn nicht. Kommt er links oder kommt er rechts? Natürlich durchaus jetzt angespannt. Gleichzeitig auch der Blick auch weiter nach rechts. Kommt auch hier ein Gegner. Jetzt kommt er raus, jetzt kommt er raus. D34. Und nächster Schuss. Jetzt wesentlich gezielter. Wie auch zuvor bei den anderen Abschüssen. Und wir haben Abschuss Nummer 4 mittlerweile. Ja, läuft recht gut, sage ich jetzt einmal. Und ja, die Reise geht weiter, die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Man sieht jetzt allerdings oben schon ganz klar der Punktevorteil ganz klar bei den Gegnern. Und auch ja, vom Cap, genau einer, der ist bei den Gegnern. So, jetzt vor ihm ein D26. Ein Schuss, ein Treffer. Da vorne sehen wir schon die ASU 57. Jetzt hat er ihn gesehen, jetzt hat er ihn gesehen. Ja, der verweilt dort. Nachladen, bange Sekunden. Schuss, Treffer, raus. Ja, von der Präzision, von der Zerstörungskraft, wenngleich das hier jetzt nicht die stärksten Gegner waren, hinsichtlich Panzerung, da muss man schon sagen, das zeichnet ihn jetzt hier schon aus. Da wird nicht reingepumpt in den Gegner
beziehungsweise wenn, dann eher eine Injektion, die sitzt und das war's noch mit Gänger. So, jetzt Einlagerung. Doch der, ja, kann natürlich sich hier überhaupt nicht wehren gegen die Zerstörungskraft der Kanone von Bönchen. Und wir haben Abschuss Nummer 7. Die Reise geht weiter. Hier, es spielt sich alles um den Punkt A ab. Man sieht hier aber immer wieder der, ein nervöser Blick auch von mir auf den der Balken oben. Jetzt, das Blatt hat sich noch nicht gewendet, allerdings ist es ein bisschen besser als zuvor. So, da vorne. Ja, wir sehen den Gegner. Er hat ihn, glaube ich, nicht gesehen. Das Team von München hat jetzt den K-Punkt, A-Punkt, allerdings kaum noch Punkte. Der Gegner hat noch wesentlich mehr. Jetzt heißt es nicht aufpassen, nicht nur A verteidigen, sondern auch ja gleichzeitig so gut wie keine Verluste dürfen jetzt noch passieren. Ansonsten war es das mit der Schlacht. So, jetzt um M16. Ich glaube, er hat ihn gesehen. Allerdings ja viel, viel zu schnell für ihn. Jetzt ist er hier ein Hindernis angefahren. Kann natürlich auch böse für ihn enden. Das sehen die Gegner natürlich auch. Das könnte seine Position verraten. Der verweilt jetzt hier in dieser Position. Der durchaus, sage ich jetzt mal, in einer verteidigenden Position. Und die Blicke sind jetzt gefüllt überall. Von jeder Ecke her könnte jetzt der Gegner kommen. Der hat jetzt noch nicht wirklich den ganz großen Stress. Aber wenn sich an dieser Situation jetzt hier nichts ändert, dann könnte es doch noch die überraschende Sieg werden. Jetzt ein M4 in German. Auch hier ein Schuss, ein Treffer. Der Gegner ist raus. Abschuss Nummer 8. Tja, es ist hier natürlich, sage ich jetzt einmal, auch zum Ausland von da auch immer wieder die Schnitte. Man sieht es auch oben bei der Zeit. Da fehlen ihm wieder ein paar Minuten. Da wurde einfach nur hier auch gewartet. Aber auch das muss mal sein. Da hilft es nicht, wenn er wie ein Verrückter durch die Gegend fährt und einfach nur eine mobile Zielscheibe ist. Sondern hier geht es auch darum, die Schlacht zu gewinnen. Ja, und das sieht auch gut aus. Man hat ja auch ganz kurz gesehen, ein weiteres Teammitglied, ein Staffelmitglied von ihm. In der Luft, da flog eben auch mal Kollege Steiner vorbei. So, jetzt ein KV-1. So, und was für ein Glück. Was für ein Glück, das gibt es im Abspann nochmal in Zeitlupe. Ich glaube, man hat es gesehen. Der KV schießt, die Granate schlägt links vom Bündchen in die Mauer ein und im Gegenzug, nahezu gleichzeitig geschossen, trifft seine Granate den KV-1. Aber nahezu perfekt. Abschuss Nummer 9, das war jetzt das Glück des Tüchtigen, möchte ich fast sagen. So, jetzt kommt noch eine Flak rein. Auch hier ein Schuss, ein Treffer und wir haben die 10 Kills. Wir haben die 10 Kills und ja, es sieht immer noch gut aus fürs Team. Noch ist nicht gewonnen, aber in der Form und in der Präzision, wie jetzt Bündchen unterwegs ist, glaube ich, kann man schon fast von einem Sieg sprechen. Allerdings oben der blaue Balken, man sieht ihn, da ist gerade mal noch ein Pixel gefüllt da an Punkten. Die Gegner haben noch was. Jetzt ein Verlust wäre absolut vernichtend, beziehungsweise einfach nur auch ein Decap wäre jetzt mehr als vernichtend für das eigene Team. Aber er bleibt noch hier. Schaut, wir sehen auch um ein paar Sekunden geht die Schlacht jetzt noch. Er bleibt in Position. Und es sieht gut aus. Der Kollege Steiner mit der 109F fliegt auch noch durch die Gegend. Steiner, bitte nicht abschürzen, sonst war's das. Und das war's. Das war's von dieser Schlacht, taktisch geprägt, ein äußerst knapper Sieg. Und sage jetzt einmal, aus einem wirklich schlechten Start, wobei auch da gab es einen Kill, dann hat er Pech, er wurde wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich von drei Seiten dann auch attackiert. Dann mit dem zweiten Panzer einsteigen und die Runde so zu einem Ende zu bringen. Da muss ich sagen, Respekt. Und Respekt auch für deine 10 Kills und damit hast du die Eintrittskarte in den Club der Ase. Ich sage willkommen im Club der Ase, der Heavy Metal Edition. Bündchen mit dem Panzer 4 Ausführung J. Mit 10 Kills und absolut verdient. Kann ich nur sagen, Gratulation und schön, dass auch du dabei bist. Wenn es dir, der du nun zugesehen hast, auch gefallen hat, dann lass es mich und Bönchen wissen, schreib es in die Kommentare, lass auch gerne ein Like da. Und wenn du selbst der Meinung bist, kann man ja mal machen, aber du kannst das ähnlich gut, vielleicht sogar noch besser, dann gebe ich auch dir die Chance, es den anderen auch zu beweisen, uns allen zu zeigen. Schick mir ein Replay an youtube@sefosa.com. Bedingungen hierbei sind RB oder SB-Schlachten bei den Panzern mit 10 oder mehr Kills in einem Panzer. Und mit ein bisschen Glück und auch Geduld hast auch du die Chance,
vielleicht in einer der nächsten Folgen dabei zu sein. Das war's. Ich sag nochmal danke, Böhnchen, für die Zusendung und danke auch an dich, der du nun hier zugesehen hast. Ja, und somit komme ich auch zu meinem Abschiedsgruß. Es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.